gerade haben wir festgestellt, dass dieser tolle Radweg, der existiert nicht mehr. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir irgendwo wieder drauf kommen. Denn Radweg. Irgendwo da drüben geht's weiter. Das ist nämlich die neue Brücke, die gebaut wird. Ja. Ja, da wird hier eine komplett neue Brücke gebaut. Da seht ihr sie. Und die geht natürlich hier durch. Toll. Ich bin ja mal gespannt, ob das dann irgendwo da angebunden wird. Denkst du, das wird wieder hier der Radweg hergestellt? Oder das wird... Es sieht wahrscheinlich nicht so aus, ja, wenn man diese Steine da sieht. Nee, also das ist ein bisschen schlecht geplant. Ne? Das heißt also, der Radweg ist von Arsch. Sag ich so, wie es ist. Ne? Der war von Arsch und der ist von Arsch. Schlecht geplant, würde ich sagen. Gut, dann machen wir jetzt weiter und gucken mal, ob wir den Rest von der Bahntrasse noch sehen. Nicht, dass sie den auch noch einen neuen Weg drüber gebaut haben oder was. Vielleicht haben sie ein Haus drauf gezimmert oder was. Ist schon traurig, aber was willst du machen? Ich denke mal, ab dem Gewerbegebiet da hinten, da müsste es normalerweise Wir gucken mal, ob wir hier lang fahren können. An der Baustelle lang, ob wir dann darüber kommen. Und wenn das nicht geht, dann, ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas noch sehen. Ja, nach langem Hin und Her, und ihr habt es ja gesehen in den Fotos, da wird irgendwie alles umstrukturiert und neu gebaut, sind wir jetzt wieder auf der alten Bahntrasse, was jetzt ein Radweg ist. In die Richtung geht es nach, wo? Genau, Friedrichstadt. Da kommen wir aber jetzt nicht mehr hin, denn wir fahren jetzt da drüben lang. Ja? Da ist mal die Kamera auf den Kopf genommen, ich drehe mich jetzt hier nicht um, da kriege ich aber da Rückenschmerzen. So, also wir fahren jetzt auf der anderen Seite lang mit Action Cam und ich denke mal, es kommt keine Baustelle mehr. Das war ja jetzt wirklich eine große Baustelle. Also das war nicht geplant, aber das weiß man ja vorher nicht, ne? Ich sag nur Google Earth. Also, los geht's.
Ja, Freunde, ihr habt es gesehen. Plötzlich war die Trasse zu Ende, ging quer über die Straße und da war nichts mehr. Wir mussten ein Stückchen auf der Bundesstraße langfahren, dann kam ein Radweg und der Radweg, der führte jetzt zur Brücke. Und hier liegen tatsächlich noch Gleise. Wer hätte das gedacht, nach so langer Zeit? Zuerst mal diese eine. Keine Panik, Brücke kommt noch. So, da liegen sie. Guck ich mal hier ins Gestrüpp, ob da auch noch welche Schienen liegen. Ja, da sind auch noch Schienen. Also es hat sich tatsächlich gelohnt, hierher zu fahren, weil hier noch Gleise liegen. Wollen wir hier nochmal hier durch, ob hier auch noch Schienen sind. Ja, die gehen dann noch weiter. Josef, der wartet, keine Sorge. Aber ich denke mal, der wird hier nicht mit ins Gestrüpp kriechen, da werde ich dann mit einem Camcorder Bilder machen. So, gut. Hier komme ich nicht ran. Also ihr seht, das Gleis geht bis vor zu dieser Bundesstraße. Na, das ist der Beweis. Nach so langer Zeit liegen hier noch Schienen. Ja, ich latsche jetzt aber nicht weiter ins Gestrüpp, nein. Denn wir wollen noch ein bisschen was angucken. Wir haben da noch was entdeckt. Durch Zufall, weil wir hier auf der Trasse lang gefahren sind. Auf der alten. Und da würde ich sagen, ich mache jetzt hier noch ein paar Bilderchen. So. Alles klar. Und dann begebe ich mich wieder zurück zum Josef. Ich finde es ja echt interessant, dass man die Relikte noch findet. Das ist echt krass. Aber das beste Relikt, das kommt jetzt gleich, nämlich die Herrenkrugbrücke. Die zeige ich euch natürlich auch. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier durch. So. Ach ja. Ein Foto machen, so. Und dann nochmal hier in die Richtung. Vielleicht kann ich Herrn Josef überreden, dass er uns gestoppt kriegt, um ein paar Bilder noch zu machen von dem alten Gleisstück. Aber ich denke nicht. So, Freunde, und da ist die Brücke. Im Gestrüpp sind nur noch Gleise. Ich meine, wenn du die angucken willst. Ich habe sie fotografiert. Ja, und die geht dann rüber bis Wiederitz. Zack. Und ihr seht, hier liegen noch die Schienen. Aber hier kommt man nicht ran. Ihr seht es ja, weil Meme hat das Gelände jetzt gepachtet. Und deswegen konnten wir nur ein paar Bilder machen. Und wir begeben uns jetzt wieder zurück Richtung Stadt. Denn es gibt noch ein bisschen mehr zu sehen als nur das hier. Aber wie gesagt, da geht ihr dann hier weiter die Trasse. Wir werden aber jetzt das restliche Stück, bis er wieder einmündet, nicht noch angucken. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Na, da hinten, wo die Autos fahren, macht die dann einen Bogen. Geht dann, glaube ich, darüber, bis dahin. Und auf der anderen Seite kommt er dann noch einmal ein Fluss. Wie heißt er? Der Elle? Der Elle. Da ist noch einmal eine alte Brücke. Aber wie gesagt, da fahren wir jetzt nicht mehr hin, da verbrauchen wir zu viel Zeit. Wir haben es jetzt immerhin schon fast 13 Uhr und wir wollen noch ein bisschen was angucken. Oder Josef wollte mir noch ein bisschen was zeigen. Was das ist, werden wir ja dann sehen. Gut, da würde ich sagen, verabschiede mich jetzt erstmal. Und jetzt gucken wir mal zu dem, was der Josef entdeckt hat jetzt auf der Fahrt hierher. Da hat er irgendwie ihr Schild gesehen. Ja, mal gucken, was es ist. Thank you.
Und damit wir auch ganz, ganz sicher sind, dass das kein normaler Fahrradweg ist. Ja, ja, Bahngelände, alles klar, hä? Ich gucke mal, ob hier irgendwo Bahngelände ist. Moment. Bahngelände? Nein, kein Bahngelände. Jetzt guckst du noch mal hier drüben, ob hier Bahngelände ist. Warte. Es könnte ja sein, dass hier doch Bahngelände ist. Ne? Es könnte ja wirklich sein, dass hier ganz, ganz groß Bahngelände ist. Nein, gibt es kein Bahngelände. Also einen Zug können wir hier nicht in nächster Zeit erwarten. Was haben wir denn da? Na, was haben wir denn da? Ist ja noch die Schiene? Moment, warte mal. Moment. Also das ist ja krass. Guck mal. Ich hab sie entdeckt. Da ist ja die Schiene, guck da. Mach mal frei, Josef. Mach du mal frei. Ach, was ist nach einer Zeit, ist er da versteckt gewesen. Da ist er. Ja, stimmt, hier ist Bahngelände gewesen, hast recht. Also weißt Bescheid. Haben wir das Gleis doch noch entdeckt. Ging also hier rüber. Ja. Da habt ihr den Beweis. Da habt ihr den Beweis. Gut. Und jetzt geht's nach, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Halle Neustadt. Nee, nach Magdeburg Neustadt. Ja, so sieht's aus. Ja, Freunde, und jetzt sind wir hier an einer alten Brauerei, die vor kurzem wieder in Betrieb genommen wurde. Aber hier gibt es noch ein paar Relikte, die nicht mehr genutzt werden. Josef macht wieder Bilder, die hängen schon dann wieder an. Ja. Hier kommt man sogar rein, oder? Nee, hier ist zu. Wir wollen ja heute keine Lost Places angucken. Es gibt hier in Magdeburg so viele Lost Places, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, das ist Wahnsinn. Ja, da braucht ihr eigentlich auch bloß den Fritz fragen, oder wie heißt der? Er weiß das garantiert auch. Da geht aber weit runter. Oh Gott. Da haben wir versucht reinzukrabbeln, wie es aussieht. Aha. Hier, Josef. Hier musst du mal fotografieren. Aha. Was haben wir hier? Das war irgendwie eine Verladung oder so. Das ist keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt man hier rein, aber wie gesagt, ich krabble hier garantiert nicht rein. Das können andere machen. Ja, diese gerne in Löcher krauchen oder so. Oh, hier geht's auch runter, ja. Oh. Was war denn das hier mal? Kohleschacht oder was? Ich gehe mal ein ganz kleines Stückchen. Ich gehe mal ein kleines Stückchen rein, aber nur ganz kleine Stücke. Ja. So, da liegt noch was Goldenes. Da, jetzt ziehen wir mal ran. Ein goldener Kuch! Nee, ist es nicht. Also das interessiert mich jetzt hier nicht. Und Dreck machen wollen wir es auch nicht. Also man kommt hier rein in das alte Gebäude, aber stört sich ja nicht reinkaufen, könnt ihr vergessen. So, jetzt ist die Frage, was ist das hier? Das war also kein Gleis, ja? Das war kein Gleis. Nicht so da nach Hause, nee. Aber ich habe noch einen Schacht gesehen, den musst du mal fotografieren. Okay. Da geht es richtig nach unten. Und da haben sie anscheinend schon versucht, runter zu krabbeln. Also musst du richtig tief nach unten noch hier. Ja, ich musste mal fotografieren. Haben sie das zugemacht? Ja. Nee.
Warte mal, ich mach das mal weg. Ich will da nicht drauf krabbeln. Also runterfliegen will ich bestimmt nicht da. Und da gibt es welche, die krauchen da runter. Ja? Alter, geht's da runter. Also weißt du, wie tief das Ding ist? Und die waren da unten schon gewesen. Ne? Da unten steht auch noch Haufen Gelumpe und so. Es gibt ja auch noch Videos von dieser Brauerei hier. Das ist das Ding, was der das letzte Mal hier im Video gezeigt hat. Okay. Mit der Brauerei. Jetzt wissen wir, wo sie ist. Alles klar. Und hier waren die schon drinnen gewesen. Ja, du siehst ja, man kommt ja hier ganz normal rein, hier an der Seite. Ist ja kein Problem. Ja, es gibt genug Lost Places Videos über diese Brauerei und was da unten in den Katakomben noch alles zu finden ist. Ich krauch da nicht hin, da braucht ihr keine Angst zu haben. Also, weiter geht's zum nächsten Standpunkt, Standort. Und das ist dann der Bahnhof oder besser der Haltepunkt. Ja, Freunde, warum sind wir jetzt hier? Man sieht es. Es ist eine sehr gute Stelle hier, um Güterzüge zu filmen. Und genau darum haben wir hier Halt gemacht. Und weil ich erstmal was essen muss. Da ist der Gegengüterzug. Und hier steht ja auch einer. Der ist gerade angekommen, als wir auf dem Weg zur Brauerei waren. Und der Josef. Und der Josef wollte mir diesen Bahnhof hier zeigen oder diesen Haltepunkt. War das mal. So, jetzt. Und der Josef wollte mir diesen Haltepunkt hier zeigen, weil man hier gut Güterzüge füllen kann. Na, vielleicht noch später oder so. Weil man ja den Zügen hier sehr nah ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Gut, und jetzt bleiben wir hier noch ein paar Minuten sitzen oder stehen, je nachdem, weil ich jetzt erstmal was essen will. Melde ich mich später dann wieder, wenn es dann weitergeht. Thank you.
Can you take this pain away? It's not easy to let go of your love, somebody else. Thank you.
immer noch E-Loks hier. Dammit. Ja, sieht fast so aus, ja. Beschissener hier. Fuck. So. Hier ist ja ständig was los. Ja? Kann man auch noch ein paar Minuten bleiben. Ich habe aber gerade gegessen. Ihr seht Leute, hier kommt aller Fotz dann nicht wieder zu durch. Allerdings ohne Diesel. Das ist ein Sonnen vor allen Dingen. Aber nur E-Loktag. Ja, nur E-Loktag, ja. Von wieder Doppeltraktion. Fest, pass auf, ich gucke jetzt ja genau hin. Diese wackeln. Siehst du? Muss man genau auf die Wagenlupe weisen, ne? Wie der absackt. Irre, da ist eine richtige Kuhle drin in dem Gleis. Siehst du ganz deutlich. Alter. Hat er recht gehabt, ja?
Achtung! Sorry Leute, aber ich muss da jetzt mal ein bisschen was dazu sagen, weil da ist eine Stelle im Gleis, wo eine Delle drin ist. Und deswegen sacken da die Wagen immer so schön ab. Bis irgendwann mal, wird unter Zeitung steht, wieder zurück, Magdeburg im Gleis. Gleiches Spiel wie vor uns.